Ja, liebe Schüler, kommen wir mal zum zweiten Beispiel. Also, immer noch Fläche unter Funktionsgraphen. Ich beziehe mich jetzt diesmal auf das Beispiel 2 auf Seite 42. Die Aufgabe ist sehr ähnlich. Gesucht ist der Inhalt A der Fläche zwischen dem Graphen der Funktion f von x gleich x hoch 3 minus 1 und den beiden Koordinatenachsen, die im vierten Quadranten liegt. Okay. Schauen wir uns das Ganze mal an. Heißt, wir zeichnen als erstes wieder die Funktion. Da ist er. Vierter Quadrant heißt ja folgendes: Das hier oben rechts ist der erste Quadrant, oben links ist der zweite Quadrant des Koordinatensystems, hier ist der dritte und das hier ist der vierte. Das ist immer die Zählweise gegen den Uhrzeigersinn: 1, 2, 3, 4. Also hier. Und die Funktion begrenzt ja eine Fläche mit den beiden Koordinatenachsen der x- und der y-Achse, also genau hier. Also es geht um dieses Stück hier. Da habe ich es mal wieder markiert. Da ist also die Fläche. Ja, prinzipiell geht also der Rechenweg genauso. Vorsicht, diesmal ist die Fläche unterhalb der x-Achse. Unterhalb der x-Achse, das heißt, das Ergebnis wird dann negativ sein. So, und deswegen ist der Rechenweg wie folgt. Ich setze hier Betragsstriche rum um das Integral bis zum Ende, weil das Ergebnis, wie gesagt, negativ sein wird. Und ja, der Weg ist genau das gleiche. Das Integral geht diesmal von 0 bis 1, deswegen 0 und 1 hier. Der Funktionsterm kommt hier hin nach dx. Dann wieder eine Stammfunktion finden. Aus x hoch 3 wird ein Viertel x hoch 4, aus 1 wird x. Und ja, dann setzt man erst wieder die obere Grenze ein, erst die 1, dann die 0. Vorne die Angstklammer, hinten die Pflichtklammer. Und hier hinten haben wir dann das Ergebnis. Also hier vorne kommt minus 3 Viertel raus und hier hinten kommt 0 raus. Minus 3 Viertel minus 0 ist minus 3 Viertel. Und die Betragsstriche machen daraus plus 3 Viertel. Ja? Und hier haben wir also das Ergebnis des Flächeninhalts, ist also hier diesmal 3 Viertel.